Willkommen zurück zu einem Video, auf das ihr lange gewartet habe. Ich erkläre euch heute Schritt für Schritt, wie ihr das Kochdate, das klassische Tim Kochdate, zu einem persönlichen Erfolg für euch macht. Also ganz kurz, beziehungsweise zu Anfang erstmal, das Kochdate. Wofür ist das Kochdate da? Das Kochdate ist dafür da, wenn du relativ schnell mit einer Frau Sex haben willst. Ja, wenn dir eine Frau sehr gut gefällt und dir du denkst, hey cool, die ist vielleicht Girlfriend Material, also Girlfriend, Freundin Material, dann kannst du die Frau natürlich auch super gerne erstmal an einem neutralen Ort treffen, mitten in der Stadt und so weiter. Aber wenn du jetzt zum Beispiel momentan darauf aus bist, wenn es dein Ziel ist, schnell mit Frauen zu schlafen, dann möchtest du den Weg des Kochdates gehen. Ja, und manche Leute nennen das auch das Netflix and Chill Date. Ich nenne das lieber das Kochdate, denn Kochen ist cooler als einfach Netflix zu schauen und auch nicht so offensichtlich so, oh, wir ficken jetzt einfach nur. Sondern das gibt auch andere Möglichkeiten. Und in diesem Video möchte ich dir beschreiben, wie das Kochdate funktioniert, wie du das Kochdate hinbekommst und wie du dann am Ende des Tages auch zum Sex kommst. Viel Spaß dabei. Also erster Schritt Kochdate ist natürlich, wie das Kochdate einzuleiten ist. Da habe ich dir hier mal ein Textbeispiel mitgebracht an der Seite. So leite ich normalerweise das Kochdate immer ein. Also ich lerne die Frau kennen, dann gehe ich auf eine Sache ein, die beim Kennenlernen war, schreibe ein, zweimal mit ihr hin und her und dann frage ich sie, ob sie eine gute Köchin ist. Ja, und je nachdem, was sie antwortet, ganz egal, ob sie ja oder nein antwortet, sage ich dann entweder, cool, du bist eine gute Köchin, dann lass uns doch mal die Woche was zusammen kochen, passt oder wann passt es dir? Und wenn sie sagt, sie ist eine schlechte Köchin, dann sage ich, mach nichts, dann bringe ich dir das bei oder mach nichts, ich bin mir sicher, Paprika schneiden kannst du auf jeden Fall. Aber wie wäre es, wenn wir die Woche was zusammen kochen? Wann passt es dir? Ja, du siehst es hier nochmal im Chat neben mir, kannst das Video einfach mal auf Pause drücken, wenn du den Chat nochmal genauer durchlesen möchtest. Ansonsten ist das einfach meine Vorgehensweise, wie man die Frau dann aufs Kochdate bekommt. Und dann kann es natürlich sein, dass die Frau sich nicht darauf einlässt und sagt, nein, lieber erstmal nicht bei dir. Dann kannst du es noch so ein bisschen spielerisch probieren, in die Richtung zu bewegen. Aber manchmal ist es dann halt wirklich so, dass Frauen nicht zu dir kommen wollen. Und dann müsstest du sie zuerst zum Beispiel mal in einer Bar treffen oder in der Stadt. Und dann musst du halt immer selbst überlegen, ob du das möchtest, ob die Frau dir dafür zum Beispiel gut genug gefällt. Das Kochdate ist auch so ein bisschen so ein Aussortierungsmechanismus, weil nur Frauen, die generell auch eher bereit für Sex wären, werden sich wahrscheinlich auf das Kochdate einlassen. Gibt auch manchmal Frauen, die kommen und sind sich dessen nicht so bewusst, gibt es auch, aber das Kochdate sortiert schon mal zusätzlich die nicht so sexuell interessierten Frauen von den sexuell interessierten Frauen aus und das ist auch nochmal sehr geil am Kochdate. Und wie gesagt, das Kochdate ist besser als zum Beispiel so Netflix und Chill, einfach Film gucken, weil das ist ein bisschen sehr offensichtlich. Bei einem Kochdate kann die Frau sich immer noch selbst sagen, hey, es geht dir nur ums Kochen, wenn es natürlich eigentlich um was anderes geht und die meisten Frauen wissen das auch zumindest mal im Hinterkopf. Also das ist Schritt Nummer eins, nämlich wie leite ich das ein? So, dann geht es natürlich weiter und die Frau kommt dann zu dir an oder kommt bei dir zu Hause an. Ein Alternativweg, den man übrigens gehen kann, den ich hier einmal kurz anmerken möchte, den ich aber selbst noch nicht wirklich ausprobiert habe, ist, dass du einfach sagst, hey, ich habe eine coole Idee, was wir machen können. Wir treffen uns einfach da und da zu Zeit X und X. Und dann triffst du sie da, zum Beispiel bei einer U-Bahn-Station in deiner Nähe. Und dann gehst du einfach von der U-Bahn-Station aus einkaufen mit ihr zusammen. Und dann gehst du einfach zu dir. Also du kündigst das Kochdate quasi nicht vorher an, sondern sagst, du hast eine coole Idee, was man machen kann, gehst dann spontan mit ihr einkaufen und gehst dann einfach mit ihr kochen. Dann kann es natürlich sein, dass du den Widerstand vor der Tür bekommst oder beim Einkaufen gehen. Und dann musst du halt gucken, wie du mit dem Widerstand an der Stelle umgehst. Weil vielleicht ist sie nicht bereit dazu, vielleicht sagt sie dann so nein. Und dann musst du halt eine Alternative finden und musst das Ganze alternativ in eine andere Richtung lenken können. Das hat alles Vor- und Nachteile, aber so könnte man das Kochdate auch gestalten. Das nenne ich dann das indirekte Kochdate. Ja, wir reden jetzt über das direkte Kochdate, wo man direkt fragt nach dem Kochdate. Wie gesagt, du kannst auch die indirekte Variante mal ausprobieren, habe sie selbst noch nicht so oft ausprobiert, weil für mich die direkte Variante eigentlich mal ganz gut funktioniert. Kann mir aber vorstellen, dass für manche Leute die indirekte Variante besser funktioniert. So, jetzt Kochdate an sich. Normalerweise mache ich so, dass ich die Frau ein paar Zutaten mitbringen lasse und mich selbst ein paar Zutaten, also ich selbst besorge ein paar Zutaten. Dazu muss ich sagen, du musst hier nicht super fancy kochen können, also du musst nicht der Mega-Koch sein. Ist natürlich cooler und auch sexier, wenn du kochen kannst. Ist aber kein Muss, also das Kochdate funktioniert auch ohne, dass du super Koch bist. Eine Sache, die ich empfehlen kann, wenn du jetzt sagst, hey, ich weiß überhaupt nicht, kochen ist überhaupt nicht mein Ding, das ist wirklich sehr einfach, dass du selbst
selbst mit der Frau Pizza machst. Und da gibt es eigentlich in jedem Laden diese vorgefertigten Pizzaböden, die du kaufen kannst, wo auch meistens eine vorgefertigte Soße dabei ist. Und dann kaufst du einfach nur noch einen Mozzarella-Block und was ihr halt drauf haben wollt. Und dann machst du die halt in den Ofen mit ihr zusammen, dann könnt ihr die zusammen so ein bisschen gestalten, schneidet dann ein bisschen Zwiebeln, Knoblauch, Paprika, was auch immer. Und dann macht ihr, also das solltest du können, denke ich. Und dann macht ihr das auf die Pizza und schiebt ihr den in den Ofen. Und dann habt ihr eigentlich was sehr Entspanntes und sehr Einfaches gemacht, was aber trotzdem lecker ist und auch cool, weil man daran halt so ein bisschen rumexperimentieren kann und seinen eigenen Stil finden kann. Du kannst natürlich auch komplexere Sachen kochen, das mache ich auch manchmal. Ich habe viel Curry mit den Frauen immer gekocht, aber das ist wie gesagt kein Muss. Es muss hier nicht schwierig sein. Es ist okay, wenn es einfach ist. Es geht nur darum, dass man zusammen kocht, dass dieser Kochakt zusammen passiert, denn das ist sehr cool. Also dann habe ich zum Beispiel was eingekauft, sie hat was eingekauft, dann kommt sie zu mir und natürlich sind wir zuerst mal im Ort Küche. Ja, da kochen wir halt, dann während wir in dieser Küchenphase sind, flirte ich einfach so ein bisschen mit ihr. Ich kenne sie ja meistens noch nicht so gut, weil ich sie auf der Straße kennengelernt habe. Dann flirten wir einfach so ein bisschen, haben ein bisschen Spaß miteinander und es geht jetzt hier erstmal ums nähere Kennenlernen. Erstmal darum, so ein bisschen warm miteinander zu werden an einem neutralen Ort wie der Küche. Ja, dann kocht man zusammen, macht ein bisschen Späße und du kannst auch zusammen mit der Frau einen Wein holen. Ja, einen Rotwein zum Beispiel. Es ist kein Muss, es kann die Sache einfacher machen, es ist aber kein Muss, wie gesagt. Kannst einen Wein besorgen, da könnt ihr auch zum Beispiel einen Wein trinken, während ihr da zusammen kocht und während dieser Flirtphase in der Küche kannst du schon ein bisschen Körperkontakt aufbauen, musst du da aber noch nicht unbedingt. Also wenn du merkst, hey, es ist sowieso ein sehr sexuelles Date, ein sehr flirtiges Date, dann kannst du da schon sehr stark mit dem Flirten und auch mit dem Körperkontakt aufbauen anfangen, indem du zum Beispiel, wenn sie jetzt am Herd steht oder irgendwo steht und was schnippelt, dann während du an ihr vorbeigehst, berührst du sie irgendwie leicht an der Hüfte und schiebst sie so ein Stück zur Seite, einfach so, dass du an ihr vorbeigehen kannst. Das sind so kleine Sachen, wie man effektiv früh Körperkontakt aufbauen kann. Das funktioniert sehr gut. Ist aber wie gesagt kein Muss, weil diese Küchenphase eigentlich erstmal dafür da ist, so ein bisschen warm miteinander zu werden. Dann gehen wir in Phase 2 über. Also ihr habt jetzt zusammen gekocht und das habt ihr meist in der Küche gemacht und jetzt kannst du natürlich auch in der Küche essen. Was ich dir aber empfehlen würde, und das mache ich auch immer so, ich gehe dann rüber ins andere Zimmer, nämlich in mein Privatzimmer. Ich kann dir empfehlen, da vielleicht ins Wohnzimmer zu gehen, weil es macht Sinn, dass du von der Küchenatmosphäre, die da auch ein bisschen helleres Licht hat und ein bisschen Arbeitsflair, in eine ruhigere Atmosphäre gehst, wo du vielleicht auch optimalerweise eine leise Musik anmachen kannst und das Allerwichtigste hast, nämlich so eine Dimmlampe. Also wenn du keine Dimmlampe hast, dann würde ich dir empfehlen, dir eine zu besorgen. Die gab es mal bei Ikea, die sind richtig geil. Die kannst du halt so einstellen, die kannst du nach Helligkeit einstellen. Also Dimmlampe sollte dir was sagen, denn dann kannst du ganz individuell entscheiden, wie so die Stimmung sein soll. Und es macht Sinn, im Verlaufe des Abends die Dimmlampe von etwas heller zu immer wieder dunkler zu stellen. Das macht sehr viel Sinn. Dimmlampe, eine der besten Anschaffungen, die du machen kannst, wenn es jetzt ans Thema Verführungsdates und so weiter geht, weil du damit wirklich entscheiden kannst, was jetzt gerade für eine Stimmung herrschen soll. Zum Beispiel, wenn die Frau dann mal auf Klo ist, kannst du die Dimmlampe so ein bisschen runterstellen und schon ist die Stimmung so ein bisschen dunkler, ein bisschen sexueller, weil so, wenn es dunkel ist mit so leichtem und warmen Licht, also mit so dunklerem, warmen Licht, also nicht dieses Helllicht, was du jetzt hier gerade siehst mit meiner riesigen Leuchte hier hinter mir, sondern wirklich warmes, sattes Licht und dann entsteht auch schon so eine sexuelle Spannung. Und wenn du dann noch so eine entspannte Musik dazu anmachst, ich verlinke dir ja mal im ersten Link in der Beschreibung eine Playlist, die ich dafür oft benutze, dann ist das alles sehr entspannt und dann kann das so langsam in diese sexuelle Richtung übergehen. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Küche sitzen würdest und dort isst, was du auch machen kannst, meistens hat man in der Küche eher so ein grelles Licht und da kommt nicht so richtig Stimmung auf. Und das ist schlecht. Deswegen willst du das Ganze eher in ein anderes Zimmer verlagern, wo du mit Dimmlampe und ruhiger Musik die Stimmung runterfahren kannst. So, dann isst man da halt zusammen und wir sind jetzt in Phase 2, nämlich der Privatzimmerphase, so nenne ich es jetzt einfach mal, oder der stimmungsschaffenden Phase. Und in dieser Phase geht es einfach darum, man isst zusammen, lernt sich noch ein bisschen besser kennen. Und hier ist es dann auch wichtig, dass du jetzt auch mal so langsam so ein bisschen auf die flirtigere Ebene gehst, die so ein bisschen next, so ein bisschen spielerisch mit ihr bist. Kannst sie auch mal nehmen und sie drehen, um ein bisschen Körperkontakt aufzubauen. Ich habe es bei mir halt immer so, dass ich diesen Sessel habe, den ihr auch aus den Videos kennt. Da sitzen wir dann zumeist zusammen drauf und essen was. Und dann kommt man sich automatisch schon mal erstmal so ein bisschen näher. Nach der Essensphase, also wir essen erstmal ganz in Ruhe, geht es dann entweder in die wir trinken ein bisschen Wein zusammen Phase oder man macht das halt nicht mit dem Wein. Das ist wie gesagt kein Muss. Und das ist dann wieder so eine Phase, wo es wieder ums Reden geht. Ja, da kommuniziert man da wieder miteinander. Ja, beim Essen war mehr so Essen, ruhig die Musik hören und dann geht es so in die Kommunikationsphase. Und
in dieser Phase kannst du auch solche Dinge machen, wie ihr zum Beispiel deine Lieblingsserie zu zeigen und ihr schaut zusammen eine Folge. Ihr müsst jetzt keinen ganzen Film gucken oder so, das ist irgendwie, das nimmt einfach nur die Stimmung raus. Aber zum Beispiel könnt ihr irgendwie einen kurzen Clip auf YouTube gucken oder so, oder du kannst dir irgendwas zeigen. Optimalerweise zeigst du ihr da Dinge in deinem Zimmer. Also ich habe zum Beispiel meine Gitarre in meinem Zimmer, da kann ich dann Gitarre spielen und ein bisschen singen und so, das ist immer ganz cool. Ich habe so Fotos an der Wand, die man sich gemeinsam anschauen kann, oder ich zeige irgendwie eins meiner Lieblingsbücher und so komme ich noch ein bisschen tiefer mit ihr in Kontakt. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, und das ist so eine Ermessensfrage, wenn ich dann das Gefühl habe, okay, sie fühlt sich jetzt relativ wohl und ich kann mich ihr auch nähern, ohne dass sie zurückschreckt, das kannst du halt ausprobieren. Ne? Also wenn zum Beispiel ich sitze mit ihr auf dem Sessel und dann setze ich mich irgendwie ein bisschen näher an sie dran, ja, oder berühre sie ab und zu mal und schaue, wie sie generell darauf reagiert. Und dann kann ich daran so ein bisschen, und du kannst auch daran so ein bisschen feststellen, okay, wie weit ist sie schon und wie bereit ist sie auch, sexuellen Körperkontakt aufzubauen. Ja, das machst du halt so lange, bis du merkst, okay, sie ist komfortabel mit deinem Körperkontakt. Und bis dahin machst du einfach weiter mit dem Kennenlernen. Ja, du merkst, sie ist noch nicht komfortabel, weiter kennenlernen. Nochmal gucken, wie komfortabel sie ist noch nicht komfortabel, weiter kennenlernen und so weiter. Manche Frauen wirst du auch nicht auf dem ersten Date verführen können, musst du dann wissen, ob du die Frau aber auf dem zweiten Date wiedersehen willst. So, und jetzt in der dritten Phase hast du optimalerweise schon ein bisschen Körperkontakt aufgebaut und jetzt kommt die Massagephase. Das mache ich immer vor meinem Sessel, das kannst du natürlich auch in einem anderen Ort machen. Vor meinem Sessel hat den Vorteil, dass die Frau sich nicht komplett ausziehen muss und ich setze den einfach vor meinen Sessel, ich sitze so ein bisschen über ihr und dann fange ich an, sie zu massieren. Und manchmal sind Frauen so, oh nein, oh nein, ich weiß nicht, ich kann nicht richtig massieren, und dann sage ich, keine Sorge. Du kannst es nicht falsch machen, probier einfach mal. Also sagt der Frau dann, ich frage die Frau meistens, ich leite das eine, nämlich frage, kannst du massieren? Ja, dann sagt sie, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich so, probier es einfach mal. Ja, und dann massiert die Frau mich und dann massiere ich sie. Du kannst es auch andersrum machen. Also wenn die Frau nicht bereit ist, dich zu massieren, dann setz einfach die Frau vor dich und massiere du sie. Du musst sie hier an diesem Zeitpunkt noch nicht ausziehen, weil das wird unter Umständen Widerstand erzeugen, sondern du kannst sie einfach angezogen lassen und einfach so diesen Nackenbereich hier massieren, ja. Optimalerweise, also geil ist es halt, wenn zuerst die Frau dich massiert, weil wenn du sie dann massierst, kannst du direkt ins Sexuelle übergehen. Da komme ich jetzt aber gleich zu. Deswegen, von der Reihenfolge her macht es mehr Sinn, wenn die Frau zuerst dich massiert und dann du sie. Aber wenn sie sich darauf nicht einlässt, dann mach du zuerst. Also dieses Mann selbst zuerst machen hat den Vorteil, also wenn du zum Beispiel eine Frau fragst, hey, erzähl mal eine verrückte Sexgeschichte, dann wird sie meistens sagen, ah, lieber nicht, erzähl du erstmal. So, und das sagt sie halt, weil sie gucken möchte, okay, was ist jetzt der Rahmen so, von was erzählst du jetzt, was kann sie erzählen, ohne dass sie dich schockt zum Beispiel. Und deswegen ist es oft oder ist es manchmal so, dass wir als Männer den Vorrang machen müssen, auch zum Beispiel mit dem Massieren. Weil sie ist sich halt nicht sicher, okay, massieren, oh, wie kommt das jetzt an? Und dann sage ich halt, okay, pass auf, ich massiere dich zuerst, so, ich übernehme da die Führung und dann weiß sie schon ungefähr, was jetzt kommt. Du massierst sie dann also hier im Nackenbereich, also hier beginnst du halt, sie im Nacken und so am oberen Rücken zu massieren. Und was ich dann mache, um in diese sexuellere Phase überzugehen, ist, dass ich langsam anfange, auch so ein bisschen hier so zu massieren und auch hier in den Ohren und so mit meinen Händen so ein bisschen in ihre Haare zu greifen und auch hier so ein bisschen zu massieren. Und wie du es, also um das Ganze sexuell zu eskalieren, machst du es halt einfach so, dass du wirklich dann, wenn du zum Beispiel hier durch ihre Haare so ein bisschen gehst, dann wieder runter zum Nacken, dann massierst du sie wieder, gehst wieder so ein bisschen durch ihre Haare, dass du zum Beispiel ihre Haare so ein bisschen nimmst und auch mal so ein bisschen daran ziehst, wirklich ganz sanft. Ja, du willst das sanft steigern, stellst dir vor, wie so ein Treppenanstieg. Du willst sanft anfangen, dann gehst du eine Treppe hoch, gehst noch eine Treppe hoch, gehst wieder eine Treppe runter. Ja, das ist genauso wie, als wenn du zum Beispiel dich an ihren Schenkeln unten entlang küsst und dann aber wieder ein bisschen zurückziehst und dann wieder einmal näher kommst und sie sich denkt, okay, wann macht es mir endlich oral zum Beispiel. So, also du berührst sie hier und streichelst sie hier und dann greifst du ein bisschen mehr und so kann das Ganze immer ein bisschen wilder werden. Und dann bin ich hier, massiere sie hier und gehe vielleicht ein bisschen hier so an diesen Stellen hier so ein bisschen mit hin und hier mit meinen Händen und ein bisschen hier vorne so. Mach auch mal so diesen Griff so, aber nicht fest, einfach nur so einmal greifen, so massiere hier einmal so. Und dann fange ich halt so an, sie ein bisschen mehr hier zu greifen. Also das Ganze wird dann durch die Berührung immer sexueller und eskaliert immer mehr. Und du kannst dann auch merken an der Art und Weise, wie sie darauf reagiert, wie bereit sie dafür ist. Oft ist es dann so, dass die Frauen sich zum Beispiel so ein bisschen mitbewegen damit und so mit der Bewegung mitbewegen. Und auch du hörst sie so ein bisschen schneller atmen und so vielleicht so ein ganz leichtes Stöhnen. Aber generell, wenn du diese ganzen Sachen machst und ihr immer wilder wirst, auch von den Berührungen her, und sie einfach generell nichts dagegen sagt oder nicht sagt, hey, okay, passt mir hier gerade nicht, dann bist du so
sowieso auf dem richtigen Weg und kannst da nicht viel falsch machen. Ja, und dann, du musst es halt immer variieren. Du gehst immer vor und zurück. Ja, dann gehst du wieder ein bisschen hier und massierst du wieder ein bisschen normal. Dann wirst du wieder ein bisschen wilder beim Massieren und beim, es ist ja mittlerweile auch ein bisschen streicheln, sage ich mal. Und was ich dann irgendwann mache, ist, dass ich einfach anfange, sie auch so ein bisschen dabei zu küssen, so leicht am Nacken und so. Also ich massiere sie hier, dann fange ich sie an, so leicht im Nacken zu küssen, aber wirklich ganz, ganz leicht. Erstmal nur ganz, ganz leicht. Ja, du willst das, wie gesagt, steigern. Und dann arbeite ich mich vor, küsse sie ein bisschen hier am Hals oder hauche sie auch so ein bisschen am Hals an. Wirklich ganz, ganz simpel, ganz, ganz leicht und immer weiter steigern. Und irgendwann, wenn dann die Spannung, das merkst du, die Spannung dann ein bisschen höher ist, dann nehme ich zum Beispiel sie einfach hier vorne am Kinn. Ich sitze in meinem Beispiel jetzt noch hinter ihr und massiere sie ja, ziehe sie so ein bisschen rum und arbeite mich dann so mit meinem Gesicht, mit dem Küssen langsam so bis zum Mund vor. Und das ist auch eine Sache, ich fange auch hier dann wieder an. Ich mache hier erstmal so ganz sanft, so ganz kurz, vielleicht nur so mit meinen Lippen einmal hier so lang und ihren Lippen so und dann wieder zurück. So, und dann arbeite ich mich wieder dahin vor, bis es dann irgendwann sozusagen explodiert. Also du reizt es immer weiter aus, bis es dann irgendwann explodiert. Und von da aus ist es natürlich dann nicht mehr weit zum Sexuellen. Das Ganze, der Rest ist dann relativ einfach. Du machst einfach weiter diese Taktik, nämlich dass du immer vor und zurück gehst, dass du sie immer ein bisschen teast und dann wieder zurückziehst, bis sie halt irgendwann quasi dann darum bettelt, dass ihr endlich miteinander schlafen könnt, weil sie einfach jetzt Lust auf Sex hat und du ja auch. So. Also im Grunde ist es ein relativ einfacher Ablauf. Das einzig schwierige oder die einzig, ich sag mal, heiklere Phase, also wenn du dann beim Rummachen bereits mit ihr bist oder beim Massieren mit ihr bist und sie ist cool damit, dann ist ja alles bereits geklärt. Ja, wenn sie zu dir nach Hause kommt zum Kochen, ist ja alles bereits geklärt. Nur diese Mittelphase ist halt der einzige Weg, die einzige Phase, wo du ein bisschen schauen musst, wo du immer mal gucken musst, wie reagiert sie auf dich, wie reagiert sie auf deinen leichten Körperkontakt und einfach gucken musst, okay, wie cool ist sie bereits mit Körperkontakt oder braucht sie noch mehr Zeit, braucht sie noch mehr Redezeit, braucht sie noch mehr Kennenlernzeit, musst du dich noch ein bisschen mehr in die Atmosphäre einfinden. Und deswegen ist es so wichtig, dass du zum Beispiel eine Dimmlampe hast oder dass du auch ruhige Musik anmachst und Wein kann da helfen. Ja, frag einfach die Frau, wenn ihr einkaufen seid, hey, hast du Lust, einen Wein zu trinken? Und entscheide dann einfach, was die Frau sagt, weil die Frau wird dann ungefähr das sagen, was sie braucht. Also wenn sie merkt, okay, ich würde gerne mit ihm schlafen heute, aber ich weiß nicht, ich will mich dabei nicht so schuldig fühlen oder ach, keine Ahnung, was auch immer sich denn denkt, dann sagt sie vielleicht, ja, lass einen Wein holen, dann kann sie sich leicht erklären, dass das Ganze passiert ist. Es hilft ihr dann so ein bisschen, das zu rechtfertigen für sich selbst, dass sie sich nicht als Schlampe fühlen muss oder was auch immer. Ja, also frag sie einfach, wenn sie sagt, ja, lass einen Wein und dann holt ihr einen Wein. Wenn sie sagt, nee, ist okay, brauchen wir nicht, dann lass es einfach sein und so. Ja, gibst du ihr halt die Möglichkeit, sich selbst eine Entschuldigung zurechtzulegen mit dem Wein und wenn sie die nicht braucht, kann sie halt auch einfach Nein sagen. Das ist eigentlich die beste Methodik, wie du es machen kannst. Und dann geht es einfach nur darum, dich langsam vorzuarbeiten und immer zu gucken, wie reagiert sie darauf, wie bereit ist sie schon dafür und wenn du merkst, okay, sie ist cool und komfortabel mit meinem Körperkontakt, dann ist die Massagephase dran und dann sollte der Rest relativ einfach gehen. Und das ist das klassische Tim-Koch-Date, was ich wirklich sehr oft gemacht habe mit Frauen, wenn es mir darum ging, mit den Frauen zu schlafen. Und so kannst du auch längere Beziehungen einleiten, so kannst du auch Sexaffären einleiten, aber auch Langzeitbeziehungen einleiten. Nur wie gesagt, wenn ich eine Frau treffe, wo ich mir denke, wow, die hat mich jetzt voll weggehauen, dann mache ich es auch so, dass ich sie erstmal in einen neutralen Ort treffe, weil ich mir denke, ja, mit dir würde ich auch einfach so, ohne jetzt nur körperlich das Ganze zu sehen, Zeit verbringen, aber das ist eine Sache, die musst du entscheiden und wie gesagt, bei manchen Frauen, die sind nicht bereit, beim ersten Mal mit dir zu schlafen. Ich muss allerdings sagen, wenn Leute zu mir aufs Kochdate, also wenn Frauen aufs Kochdate gekommen sind, dann haben die zu 80-90% auch mit mir geschlafen. Also ich hatte es eigentlich sehr, sehr selten oder ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt hatte. Ich hatte es ein paar Mal, dass ich auf dem Kochdate dann nicht mit der Frau geschlafen habe, das lag immer daran, dass ich das nicht wollte. Ich erinnere mich an zwei Frauen, die bei mir waren, wo ich dann gemerkt habe, okay, nee, ich fühle mich von denen jetzt irgendwie doch nicht so angezogen. Eine wollte dann mit mir gerne schlafen, aber ich habe dann gemerkt, nee, passt mir irgendwie nicht so. Genau, das waren auch Frauen, die ich im Club kennengelernt habe. Deswegen bin ich auch so ein großer, ich mag Club einfach nicht. Ich habe die halt im Club kennengelernt und weil es halt so dunkel ist und im Club ist alles einfach anders, es ist nachts, du kriegst die Leute nicht so richtig mit. Und als ich die dann im richtigen Leben getroffen habe, habe ich gemerkt, okay, das ist überhaupt nicht mein Typ. Und das ist halt das, was manchmal passiert, wenn du Frauen im Club kennenlernst. Das zum Ablauf, das zum Tim Koch-Date. Wenn du dazu noch Fragen hast oder irgendwelche Anmerkungen, schreib es mir in die Kommentare, dann kläre ich das gerne mit dir. Geil, dass du dabei warst zu diesem sehr besonderen Video. Links kannst du den Channel abonnieren. Unten kannst du dich für eine kostenlose Beratungssession bewerben. Da zeige ich dir, wie du mehr Erfolg mit Frauen haben kannst, egal welchen Punkt du gerade stehst. Und unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Koch-Date-Video hier gefallen hat, schau es dir mal an. Schön, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.